willkommen zu diesem kurzen Video über Ökofulla smaragdina. In meinem anderen Video habe ich bereits meine Königin vorgestellt. Heute geht es darum, dass ich die Gründerkolonien einmal aufzeigen möchte, die ihr natürlich auch in meinem Webshop erwerben könnt. Es handelt sich also um Eigenwerbung. Das sei einmal zuvor schon gesagt. Ich zeige euch jetzt verschiedene Varianten, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, was ich euch anbieten kann. Und zwar handelt es sich hier um Gründerkolonien aus dem Schwarmflug 2024 mit einem klaren und sehr schönen Brutbild. Ich zeige euch das mal an dieser Kolonie, da die Position gerade optimal ist. Neben zahlreichen Nacktpuppen, größeren Larven, die sich natürlich dann auch nochmal entwickeln werden, wurden auch bereits erste Eier gelegt, das natürlich einen Nachschub von Arbeiterinnen garantiert. Die Kolonien selber sind alle in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ich habe jetzt hier 5 Vorzeigekolonien einmal. Ich zeige euch das mal im Gesamtbild. Die Selektion in meinem Webshop aktuell steht auf 6 bis 10, 11 bis 20 und 21 bis 30 Arbeiterinnen plus natürlich der Königin. Das sollte selbstverständlich sein. Und diesen ja doch sehr homogenen Brutbild, die Kolonie. Das Verhalten der Königin ist jetzt weniger intensiv, sie sind eher zurückhaltend, da die Arbeiterinnen sie in ihren Tätigkeiten sehr schön unterstützen. Die Arbeiterinnen übernehmen jetzt ziemlich viele Aufgaben und möchten natürlich möglichst schnell auch aus dem Reagenzglas raus. Ich würde aber empfehlen, zwischen 11 und 20 Arbeiterinnen immer noch im Reagenzglas zu halten. So ab 30 Arbeiterinnen kann man dann das Reagenzglas permanent öffnen. Das alleine gewährt schon eine gewisse Stabilität in der Gründungsphase 2, also in der Phase, wo eine kleine Gründerkolonie wirklich noch relativ sensibel ist. Da sollte man sie auch noch nicht starken Schwankungen aussetzen, sondern möglichst die Gründungsbedingungen fortführen, bis eben so eine Kolonie auf eine bestimmte Größe herangewachsen ist. Das gilt ja nicht nur für Ökofüller, sondern eigentlich praktisch für jede Art so. Vom Farbbild, da habe ich bereits in meinem letzten Video einen kleinen Beitrag zusammengefasst, und zwar haben wir hier eine relativ schwarze Königin mit einem schwarzen Rucksack auf dem Mesosoma. Hier haben wir eine relativ grüne Königin mit einem terrakottafarbigen Kopf, und hier haben wir ein relativ dunkles Exemplar, aber trotzdem mit hellgrünen Farbnuancen. Das macht irgendwie auch diese Gesamtaufzucht vom Ökofüller smaragdina immer wieder besonders interessant, da ja jede Königin so ihre eigene Optik hat und man sie sehr wohl auch ohne Nummern gut unterscheiden kann, wenn man sich mit den Tieren täglich auseinandersetzt. Vom Verhalten zeige ich euch jetzt noch ein paar Ausschnitte. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag und freue mich natürlich auf eure Bestellung in meinem Webshop.